They had a plan of mine.
So, wir haben jetzt ca. 43 Minuten des Stundenlaufes absolviert. Aktueller Stand ist, dass momentan der Hanekamp Klaus Sparta Werte die Männerwertung anführt. Bei den Frauen ist das momentan und wird, denke ich, auch so bleiben, die Elke Fedder vom SV Germania Triest. Elke Fedder ist, denke ich, auch in der Laufszene bekannt, führt, soweit ich weiß, auch die Emsland-Cup-Wertung eindeutig an. Gefolgt ist sie von Maria Nersmann, SV Lingerich Handschuh. Die beiden, denke ich, werden die beiden ersten Plätze bei den Frauen ein bisschen ausmachen. Novum, Elke Fedder ist von der Gesamtplatzierung her auch noch an zweiter Stelle. So, jetzt möchte unser Sportvereinsvorsitzender noch einige Worte an euch richten. Heinz Becker, bitte. Also, schön, dass wir heute, das Wetter ist ja nicht so schön, aber dass unsere Lehrerwelt hier heute wieder kostenlos hier wieder für uns spielt, seit über 20 Jahren. Steht direkt hier vorm Mikrofon. Mach mal den Pauli. Yep. Oh, weiter ab. Ja. Und on. Frank, wie sind die? 40.000. Ja, ich schon. Dann haben wir Helmut Wimberg, der dritte Platz in der Altersklasse M50. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch. Waren die 40.000? 100%. Dann haben wir Andrea Schute. 10.730 Meter. Dann haben wir Werner Roberts, 10.920 Meter. Als nächstes kommt dann Mathis Poelgers mit 11.050 Metern. Mathis, aber. Als nächstes wieder eine Frau, Anni Gers mit 11.190 Metern. Danke schön. Als nächstes haben wir Marita Meyer mit 11.540 Metern.